Hallo und herzlich willkommen zur nigelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Die erste Besprechung dieser Runde widmet sich dem Film Berlin, Berlin. Und das ist wohl ein Film, der auf einer Serie basiert, von der ich noch nie gehört habe. Aber irgendwie hat der Stu da vor einigen Jahren mal ziemlich viele Folgen von gesehen. Und der Dom hat sich dann darüber mit ihm unterhalten. Ihr könnt diesen Film scheinbar ganz aktuell bei Netflix schauen. Und ja, die beiden haben ein bisschen darüber geplaudert. Im Anschluss gibt es eine Besprechung zum Dokumentarfilm German and Jews. Das ist ein Film, da sagt, glaube ich, der Titel schon exakt einmal alles, nämlich ja quasi die Beziehung der Deutschen und der Juden untereinander zueinander. Das ist eine Besprechung, die haben Matthias und Sam durchgeführt und die hatten da auch persönliche Bezüge. Insofern bin ich der Meinung, es ist echt auf jeden Fall eine ganz tolle Runde geworden. Ja, und zu guter Letzt dann nochmal ein echtes Highlight von Tiberius Film zum Film Mein Freund, der Clown. Das ist ein Film, den haben sich Lasse und Dom gegönnt. Und die beiden hatten, ja, vielleicht gewohnt wenig Spaß, was Tiberius Filme betrifft. Aber naja, hört also mal selbst rein. Womöglich ist wie immer die Besprechung der Tiberius Filme unterhaltsamer geworden als die Filme selbst. Ich würde mich sehr freuen, von euch Feedback zu bekommen auf, keine Ahnung, Apple Podcast, Facebook, Föt, Google.de, Podcast.de. Überall da kann man in irgendeiner Form zum Beispiel auch Bewertungen hinterlassen und das wäre irgendwie voll Knorke, wenn wir wüssten, wie euch der Spaß gefällt, den wir hier machen. Ihr könnt aber einfach auch auf Facebook, Twitter, Instagram oder auf den YouTube-Upload gehen und da unten in die Kommentarfunktion schreiben, wie euch unsere Besprechungen gefallen. Ist es irgendwie fluffig, was wir hier machen? Habt ihr Bock, euch Filme anzugucken in zum Beispiel Video-on-Demand-Plattformen, wo ja aktuell die Kinos zu sind? Und findet ihr es gut, dass wir dann auch entsprechenden Fokus eben auf Besprechungen legen von Filmen, die ihr aktuell eben online bekommen könnt? Sollten wir mehr Klassiker machen? All das sind Dinge, die wollen wir von euch wissen. Das schon mal vorab. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Berlin, Berlin, beziehungsweise Berlin, Berlin, der Film. Der sollte ursprünglich schon im März in unseren Kinos starten, dann kam allerdings ein, ja, altbekanntes Virus dazwischen, was uns daran hindert, gerade ins Kino zu gehen. Und deshalb erscheint der Film am 8. Mai auf Netflix zusammen auch mit den restlichen Folgen der Serie, die ja, glaube ich, einige Jahre erfolgreich in der ARD lief. Und damit sind wir auch schon bei dem Punkt, ich habe weder diese Serie gesehen noch diesen Film, aber dafür habe ich jemanden hier aus unserem Team, der beides sich einverleibt hat und damit begrüße ich recht herzlich den einmaligen Stu. Hallo und juhu, Berlin, Berlin ist wieder da, glaube ich. Ja, ist der Ruf von vor 15 Jahren? Also ich weiß noch, dass ich damals 2002 die erste Folge gesehen habe mit Arbeitskollegen und wir wirklich baff waren, was das plötzlich da war, weil früher war halt das ARD-Vorabendprogramm so ein Mief irgendwo aus Marienhof und Großstadtrevier und dann lief halt plötzlich diese Serie und wir waren total angetan und wenn ich mich recht erinnere, hatte die damals auch eine etwas eigenwillige Programmierung, ich glaube, die lief immer Dienstag bis Donnerstags. Immer eine Folge, immer, ich glaube, weiß ich, vor der Tagesschau oder so. Und das war damals wirklich wie eine Art Befreiungsschlag. Also es war frisch, es war frech, es war amüsant, es war temporeich. Und wir hatten da wirklich viel, viel Spaß mit, damals 2002. Ja, die Serie lief von 2002, hattest du ja schon gesagt, bis 2005. In der Hauptrolle mit Felicitas Woll, die da noch richtig jung und keck war, soweit ich weiß. Ja, also ihre Rolle der Lolle, da hat sich halt vor allem dadurch ausgezeichnet, dass sie sehr pampig und ironisch bzw. selbstironisch war und auch ein bisschen schusselig und dadurch natürlich immer so von einem Fettnäpfchen das nächste getrampelt ist und ziemlich viel Chaos angerichtet hat, was im Grunde so der Hauptmotor der Serie war. Okay, das klingt so ein bisschen nach Bridget Jones auf Deutsch. Aber also ich kann da halt nichts zu sagen, weil ich damals noch nicht so in dem Alter war. Bridget Jones ist ja schon so eine Frau, glaube ich. Wie alt ist die in den Filmen? Ich glaube, Mitte 30. Ja, ja. Und stimmt. Lolle ist halt, also die erste Folge beginnt, glaube ich, da ist sie gerade frisch 18 geworden, ne? Ja, gut, okay, dann wollte ich das jetzt nicht vergleichen. Ist jedenfalls schon eine ganze Weile her. Felicitas Woll geht jetzt, glaube ich, gerade stramm auf die 40 zu. Ich und auch. Dennoch haben sie. Was? Ich auch. Oh ja, das passt ja so.
Gut, dass ich den nicht bespreche. Ja. Ja, und die haben jetzt für einen Berlin-Berlin-Kinofilm 15 Jahre später wieder die gesamte Truppe anscheinend zusammengetrommelt. Ich weiß jetzt nicht, ob da neu sind, aber das sind sehr viele Gastauftritte. Jedenfalls haben wir in den Hauptrollen Felicitas Woll, Janina Use, Gitta Schweighöfer. Ist das die Schwester? Keine Ahnung. Das ist die Mutter. Okay. Gut. Jan Sosniok und einige andere, die jetzt, also du kennst halt die Serie. Regie führte Franziska Meyer-Price, die auch schon bei einigen Folgen der Serie auf dem Regiestuhl saß. Und das Ganze stammt, wie auch schon die TV-Serie, aus der Feder von David Safier oder Safier, den man inzwischen eigentlich mehr als Bestseller-Autor kennt von Mises Romanen. Karma und Jesus genau, liebt mich. Genau, Jesus liebt mich, was mittlerweile auch schon verfilmt wurde von Matthias Schweighöfer. Nee, David Fitz. Florian David Fitz, scheiße. Aber die sind alle so gleich, diese Nasen. Aber Stu, für völlig Unaufgeklärte, worum geht's denn ungefähr in der Serie und dem Film dann jetzt? Also in der Serie geht es darum, dass Carlotta Holzmann, von allen nur Lolle genannt, halt Nanda ist und aber dann sich denkt, ich bin jetzt 18, ich bin erwachsen, ich ziehe jetzt zu meinem Cousin Sven nach Berlin. Und ja, das tut sie da auch und möchte halt so ein bisschen studieren. Und naja, es ist halt so dieser Culture Clash, weil wenn das Landei plötzlich in der großen Metropole ist, dann ist es das Leben halt plötzlich ganz anders wie auf diesem behüteten Dorf. Und das ist so der Startschuss der Serie. Folgt dann noch ein bisschen natürlich ganz viel Herzschmerz mit mehreren Beziehungen, die in die Brüche gehen und allerlei anderen Geschichten. Und dann gibt es auch noch diverse Haupt- und Nebenfiguren, unter anderem halt der von Matthias Klimser gespielte Hach, der auch zur WG gehört, oder Rosalie, das ist so. Ich würde es mal jetzt ganz keck sie als Kampflesbe bezeichnen. Zumindest wird sie so zu Beginn der Serie dargestellt. Und ja, das ist halt so eine WG. Und ja, das sind halt schöne, lockere, so 25-Minuten-Episoden, die man sich heute auch noch gut angucken kann. Ich habe mir, du hast ja schon erwähnt, dass Netflix mit dem Kinofilm, Anführungszeichen Kinofilm, auch die ganze Serie jetzt hochgeladen hat. Und ich habe mir, bevor ich mir den Film heute angeguckt habe, nochmal so 3-4 Folgen der ersten Staffel angesehen. Und ich muss sagen, da ist schon ordentlich Staub drauf. Nichtsdestotrotz fand ich es ganz angenehm, da nochmal reinzuschnuppern. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich die Serie jetzt weitergucken werde. Aber da kann ich vielleicht schon mal so meinen Tipp rauslassen, wenn euch der Kinofilm interessiert, weil ihr, was ich, vielleicht fließt das Wollen mögt oder Berlin toll findet, dann mein Tipp, schaut erstmal so ein bisschen in die Serie rein, auch wenn es so die ersten 3 Folgen sind. Und wenn euch die gefällt, guckt ihr erstmal weiter und zu Ende und dann könnt ihr euch den Film angucken. Denn der Film ist, also er versucht natürlich schon auch die Leute abzuholen, die die Serie nicht gesehen haben, aber das passiert dann mit diesen typischen Expositions-, Mono- und Dialogen. Das funktioniert so mehr schlecht als recht. Also wenn ich nicht wüsste, wer Lolle ist und wie sie so drauf ist, dann glaube ich, säße ich bei dem Film in den ersten 20 Minuten erstmal da, hätte gedacht so, was ist das für eine Frau? Was hat die für Probleme? Was soll das? Und ist die einfach nur doof? Ja, ist dann immer schwierig, eben so beide Zuschauergruppen auf einen Nenner zu kriegen, ne? Also, ich kann mich erinnern, wo das zum Beispiel sehr gut funktioniert hat, war, ja gut, da war ich jetzt natürlich ein Fan, aber bei dem Stromberg-Film beispielsweise, den konntest du dir auch, glaube ich, ansehen, wenn du die Serie nicht gesehen hattest. Aber letztlich ist es ja bei solchen Serien-Kinofilmen ja immer so, dass du als, wenn du das Vorwissen hast, einfach mehr bekommst für dein Geld, glaube ich. Ne? Das lässt sich einfach nicht vermeiden, weil es gibt immer noch irgendwelche Details oder Anspielungen, die du als Serienkenner verstehst und dann einfach vielleicht einfach einen größeren Spaß daraus ziehen kannst. Wobei ich auch sagen muss, ich habe Berlin-Berlin nie zu Ende geguckt. Ich fand, so ab der 3. Staffel wurde es dann auch so ein bisschen repetitiv und es gab mal so ein paar Entwicklungen, die waren auch so ja, nicht mehr ganz so toll. Deswegen habe ich dann auch irgendwann die Serie sein gelassen. Aber ja, trotzdem verbinde ich mit der Serie eine schöne Erinnerung. Worum geht's denn jetzt ungefähr in dem Film? Also da gibt's dann wahrscheinlich jetzt einen Zeitsprung von 15 Jahren? Ja, genau. Der Film, es geht folgendermaßen, Lolle will ihren Freund heiraten. Das ist dieser Hart aus dieser WG, wie gesagt, schon von Matthias Klimser gespielt. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe. Und naja, das ist so dieses ja, der Klassiker, dass sie ihn halt vorm Altar liegen lässt, weil sie sich nicht sicher ist und vielleicht doch einen anderen liebt. Und dann baut sie halt ein paar Unfälle. Das wird vom Film dargestellt durch eine Ansammlung von Computeranimationen. So, das muss man auch erzählen.
Was die Serie so frisch gemacht hat, war auch, dass Lolles Gedankenwelt immer wieder mit so handgezeichneten Animationssequenzen dargelegt wurden oder dargestellt worden sind. Das machen sie im Film auch. Leider sind es diesmal keine handgezeichneten, oder zumindest, dass es aussieht wie handgezeichnet, sondern sehr, sehr billig aussehende Computeranimationen. Das ist schon mal ein dickes Minus. Auf jeden Fall, diese Computeranimationen zeigen dann, dass Lolle halt bei ihrer Flucht einiges an Sachschäden anrichtet. Sie landet dann schließlich vom Richter und er verdonnert sie zu Sozialstunden in der Schule. Und in den Sozialstunden lernt sie die von Janina Use gekannte Dana kennen. Und die beiden mögen sich nicht so richtig, aber wie heißt es schön, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Sie gehen zusammen in den Club und ja, als sie dann nach einer durchzechten Nacht aufwachen, sind sie plötzlich irgendwo im Nirgendwo, nämlich im Harz. Und das ist mit einer der größten Kritikpunkte, die ich an dem Film habe. Das Schöne an Berlin war, dass wie die Stadt eingefangen worden ist. Sowas, das hat immer sowas Wuseliges. Ja? Also Berlin war immer auch, wenn man so will, mit einer der Hauptfiguren der Serie. Und es ist einfach scheiße, meiner Meinung nach, wenn man jetzt einen Berlin-Berlin-Film bringt und ihn 80% der Zeit lang im Harz spielen lässt. Ja, gut, also auf der anderen Seite ist das so ungewöhnlich für Serien, die ins Kino gehen. Das ist ja eigentlich so klar, die etablierte Formel, dass man aus der gewohnten Umgebung raus muss. Ob du jetzt eben, wie gesagt, der Stromberg-Film mit dem Betriebsausflug oder, weiß ich nicht, der Shaun der Schaf-Kinofilm zum Beispiel. Ja, aber ganz ehrlich, ja. Berlin, ich meine, es heißt schon Berlin-Berlin. Ja? Ja, ja, klar. Und Berlin ist halt auch in der Serie, allein in diesen drei Folgen, die ich jetzt wieder geguckt habe, ist halt so omnipräsent. Das ist so, weil es so was Lebendiges hat. Und ich habe das Gefühl, beim Film ist ihnen das vollkommen egal. Weil der Film auch so ein bisschen die Aussage trifft, die sind jetzt halt alle älter, ne? Und wenn du alt bist, dann ist halt Berlin nichts mehr für dich, ist der Harz mehr was für dich. Und ausgerechnet, wie kommt man denn auf den Harz? Ja, das frage ich mich auch. Es ist der westliche Ostharz oder so ähnlich, wird immer gesagt. Okay. Ja. Okay. Und ich gebe dir da recht, also diese Trope von diesem Roadtrip, dieses Gold oder Fish out of Water ist nicht neu, wird oft benutzt, es funktioniert auch des Öfteren, aber hier funktioniert es einfach gar nicht, wie ich finde. Es gibt ein paar schöne Szenen und es gibt auch ein paar Wiedersehen mit alten Bekannten aus der Serie, aber letztlich wirkt das auf mich nicht wie ein Film, sondern einfach wie so eine Dreifachfolge. Der Film geht ja auch nur 80 Minuten, ist also knackig kurz, also es gibt ja jetzt keine Längen oder so. Aber ich saß hier die 80 Minuten und dachte mir auch so, ist dieser Film notwendig? Gibt es wirklich Leute, die immer noch nach 15 Jahren, nach Serienende, wirklich sich immer noch einen Kinofilm gewünscht haben? Oder ist das einfach mehr so, wir versuchen es doch mal und versuchen einfach mal noch ein paar alte Fans abzuholen? Weil so wirkt es auf mich. Der Film wirkt tatsächlich so ein bisschen ziel- und planlos auf mich. Ist denn Felicitas Woll, ich meine, das ist ja jetzt schon wirklich eine ganze Weile her, dass sie diese Rolle gespielt hat und sie ist ja auch als Schauspielerin auch wahrscheinlich gereift oder auch als Privatmensch, passt die denn noch in die Rolle oder kommt die so rüber eben wie eine dieser alten Ikonen, die unbedingt noch einen Part spielen wollen, für den sie aber eigentlich schon gefühlt zu alt sind? Ich muss sagen, dass ich tatsächlich da keine Probleme mit hatte. Es war so, im Film trat sie auf und natürlich sieht ein bisschen älter aus. Gott sei Dank, ich glaube, niemand möchte eine Lolle sehen, die schon fast 40 ist, die aber immer noch aussieht, als wäre sie 20. Ja. Und die macht das immer noch gut. Also das scheint so ein bisschen vielleicht in ihrer DNA zu liegen, diese Lolle. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es eine andere Lolle ist, die wir sehen. Es ist eine Lolle, die schon gereift ist, aber letztlich halt immer noch Lolle ist mit all ihren Höhen und Tiefen und Fehlern und Qualitäten. Okay, ja gut, das klingt ja dann, zumindest für Fans klingt das jetzt dann gar nicht mal so schlecht. Also ganz ehrlich, wenn es da draußen wirklich noch richtige Hardcore-Fans geben, die die DVD-Box zu Hause stehen haben und mindestens alle zwei Jahre sich die Serie nochmal komplett durchziehen, dann be my guest, ganz ehrlich, dann guck den Film, ich meine, den gibt's auf Netflix, da macht ihr nichts mit verkehrt. Und der Film ist auch keine Vollkatastrophe, der hat wirklich ein paar richtig schöne, amüsante Szenen. Aber trotz allem, ich frage mich halt immer, ist dieser Film notwendig? Gut, man kann die meisten Filme fragen, sind die notwendig? Ja, Aber gerade wenn du halt so eine Serie hast, die ihren Zenit halt schon überschritten hat, als sie noch lief. Ja, also die letzte Staffel Berlin, Berlin, das war
da hast du schon gemerkt, dass die Hochphase ist vorbei. Da hecheln sie einfach nur noch ihrem Erfolg hinterher. Ich verstehe halt nicht, warum es diesen Film gibt. Also das verstehen wahrscheinlich die Marketingmanager und Produzenten des Films. Die können mir das wahrscheinlich auch erklären. Und ich bin jetzt auch nicht böse, weil es den Film gibt. Wie gesagt, der hat seine hübschen Szenen, aber das als Gesamtbild einfach ist das nicht mehr als ein Schulterzucken. Aber sieht der denn zumindest aus wie Kino? Oder weil das andere ist ja schon, ist eine TV-Serie gewesen und die hat ja schon ein bisschen was auf dem Buckel. Passt das denn so rein inszenatorisch zumindest so zueinander? Also du hast ja jetzt nochmal in die ersten Folgen reingeguckt und hast dann ja jetzt wirklich so, ich meine, da liegen ja wirklich fast 20 Jahre dann zwischen. Also ganz ehrlich, du merkst der Serie ihr Alter an. Mhm. Aber ich finde, das ist kein Problem. Also warum? Ich meine, sie hat da einfach ein Alter, ne? Ich meine, 20 Jahre alte Serie. Ich guck dir heute mal so die ersten Folgen Akt X an oder so, da schlackerst du auch mit den Füßen. Ja, ja, das ist, ja, es ist normal. Das ist aber, das macht das vielleicht dann irgendwie auch aus. Es ist ja so gesehen dann auch ein bisschen, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, ein Zeitdokument. Ja. Wobei man natürlich sagen muss, dass gewisse Sachen dann natürlich auch damals anders funktioniert haben. Also das Internet war ja zum Beispiel noch nicht so präsent. Wie fühlen sich denn, sage ich mal, so diese moderneren Elemente so in diesem vertrauten Berlin-Berlin-Setting an, oder? Aber ja gut, da ist nicht viel Vertrautes, meinst du ja, ne? Ja, also, auch die Figuren also um die eine Frage noch konkret zu beantworten, die da vorgestellt wurde, der Film sieht nicht aus wie ein Kinofilm. Der sieht aus wie ein Fernsehfilm. Allerdings sehen viele Fernsehfilme ja schon mittlerweile sehr hochwertig aus. Das darf man nicht vergessen. Ne? Also eine Kinooptik hat der nicht. Deswegen ist es vielleicht auch gar nicht mal so übel, dass der auf Netflix jetzt sofort kommt. Und das mit dieser Modernität jetzt in dem Kinofilm, klar, die haben jetzt alle Handys und so, aber es ist jetzt nicht so, dass irgendwie Facebook, Instagram oder Twitter da groß eine Rolle spielen. Das nicht. Aber ja, also es wird auch nicht totgeschwiegen. Ich finde, das haben sie relativ gut gemacht. Ich meine, jetzt haben sie halt neue Handys und hier und da siehst du mal jemanden oder eine Hauptfigur mal eben kurz was aus dem Handy eintippen oder so. Aber es wird jetzt nicht sich darauf fokussiert, so was würde Lolle machen, wenn sie irgendwo im Harz ist und hat kein Instagram-Profil mehr oder so. Das ist halt. Ja, genau, sowas meinte ich nämlich, weil das wäre dann nämlich so ein bisschen krampfig, vielleicht dann auch. Also hast du den ein und der Humor ist schon gleich geblieben. Der Humor ist schon gleich geblieben, ja, doch. Und wirkt dann jetzt auch nicht irgendwie altbacken oder so? Manchmal schon. Mhm. Ja, manchmal nicht. Was zum Beispiel so richtig altbacken ist, also Lolle hat halt mittlerweile so eine eigene Firma, die irgendwie Animationsfilme erstellt. Und dann kommt natürlich irgendwann im Laufe des Films die Nachricht, hey, Hollywood ist gerade hier und die wollen deine Firma für 15 Millionen Dollar kaufen. Das ist natürlich so eine Sache, wo ich denke so, ah. Wobei das mit der animierten Eingangssequenz, das ist im Moment auch wirklich so ein Trend, ne? Das hattet ihr ja schon in dem sehr hörenswerten Cast zu dem Harley Quinn-Film gesagt, glaube ich, ne? Ja, wobei man ja auch sagen muss, dass ja auch bei Berlin-Berlin diese Animationssachen genutzt wurden, auch für den Vorspann. Also von da ist das schon okay. Ich fand es halt nur kacke, dass das halt echt aussieht wie so zweiklassige animierte Animationstierware. Ne? Das ist halt schade. Und ich glaube, der größte Gag ist halt wirklich beim Vorspann, wenn diese animierte Lolle mit dem Auto gegen eine Wand rast und auf der Wand steht halt dick und fett Berlin, Berlin, der Kinofilm. Das fand ich schon irgendwie satt. Ein Schelm, der dabei Böses denkt. Ja. Gut, Stu, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Fazit, wenn du nichts mehr hast. Und ich würde sagen, wir vergeben heute die Wertung in, ja komm, ein bisschen Berlin muss sein, in Fernsehtürmen. In Fernsehtürmen. Ach, weißt du, dann gebe ich ganz knapp, aber wirklich ganz knapp 2,5 Fernsehtürme. Der Film hat ein paar echt nette Szenen. Die gerade die Felicitas Woll ist halt einfach wieder Lolle. Das war schön, diese Figur wiederzusehen. Aber es hat mich eigentlich gestört, dass der Film weitestgehend im Harz spielt. Das habe ich nicht verstanden, weil Berlin halt einfach mit einer Hauptfigur war in der Serie und auch unglaublich wichtig. Ja, der Titel allein schon, ne? Genau, also. Genau. Und jetzt kannst du halt sagen, es ist so, jetzt hatte ich Berlin, Berlin, der Film, es ist jetzt Harz, der Film. Also, das ist. Stell dir mal das Kinoplakat vor. Ja.
Felicitas Woll in Harz, Harz, der Film. Ja. Aber eigentlich gehört das zu Verliebt in Berlin. Nicht Verliebt in Berlin, Dominik. Scheiße. Zur Erklärung, im Vorgespräch hat Dominik konsequent Verliebt in Berlin genannt. Konsequent. Ja, weil das so eine Fernsehgeneration ist, glaube ich. Ich glaube, auf Sat.1 lief Verliebt in Berlin und auf der ARD lief das hier. Ich glaube, Verliebt in Berlin kam später und außerdem sind die Serien nicht vergleichbar, außer dass sie Berlin im Titel haben, aber gut. Ja, und Verliebt in Berlin ist auch geklaut bei Telenovelas, die da aufkamen. Aber ich würde sagen, wir kommen zum Ende, Stu. Vielen Dank für deine Zeit und ja, wen der Film interessiert, kann sich den gerne auf Netflix ansehen. Ja. Ich glaube, da ist der auch wirklich ganz gut aufgehoben. Ja, ich glaube, da hat Netflix den Fans auch einen Gefallen mitgetan. Ich glaube nämlich, wenn der Film wirklich ins Kino gekommen wäre, ob der so erfolgreich gewesen wäre, denn ich halte ganz ehrlich die wirklich richtigen Fans von Berlin, die immer noch Fans sind, also die wirklich immer noch die Serie jetzt verteidigen und nicht sagen, so wie ich, so, ach Berlin, ja, auch war ganz nett damals, ne? Ja. Ich glaube, das wäre kein großer Erfolg gewesen. Und wenn sie jetzt noch einen Film machen wollen, weil Netflix sagt, oh ja, guck mal, die Zahlen sind ganz gut. Dann nicht im Harz und auch nicht irgendwie Berlin auf Mallorca oder so, sondern einfach, wer ist mit Berlin? Ne? Ja, Berlin 2, jetzt wieder in Berlin. Aber ist vielleicht echt so, dass im Harz zu drehen einfach günstiger war als in Berlin, ne? Kann auch sein, ja. Okay. Ja, ich meine, mit Corona kannst du ja auch nichts zu tun haben. Ja, das stimmt. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Schussstrich und verabschieden uns. Stu, es war mir wie immer eine Freude. Mir auch, vielen Dank. Und bis zum nächsten Cast. Tschüss. Ciao, ciao. Moin, moin, grüezi, servus und hallo. Und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Ich habe heute mir den lieben Matthias Seide geschnappt und wir besprechen heute eine Dokumentation. Und zwar die Dokumentation Germans and Jews. Die technische Daten, soll ich die vorlesen oder möchtest du? Ich kann das gerne machen, wenn du möchtest. Also es ist, wir haben uns einen Dokumentarfilm für euch angeguckt. Der geht eine gute Stunde, genau 76 Minuten. Regie führte Janina Quint, freigegeben ab 6 Jahren. Und der Film hat tatsächlich heute Abend Live-Premiere in Hannover im Kino Lodderbast. Aber natürlich nicht im Kino, sondern findet eine Online-Premiere um 20 Uhr statt. Ihr könnt den Film dann ab dem 14. Mai im W-Film-Online-Kino sehen, wo auch als kleiner Nebeneffekt 50% des Streaming-Betrags, den man zu zahlen hat, an die Kinos weitergegeben werden. Vielleicht eine ganz kurze Rahmung, was das Thema des Films ist, worum es geht. Ich glaube, der Titel German and Jews, eine neue Perspektive, sagt schon relativ viel. Es geht um das Verhältnis von Jüdinnen und Juden in Deutschland mit Nicht-Jüdinnen und Juden gemacht. Vielleicht das zum Hintergrund, haben den Film eine amerikanische Jüdin und ihre deutsche Freundin. Also die haben sich gewundert, dass in Berlin mittlerweile ein so reiches und vielschichtiges jüdisches Leben stattfindet und sich dann überlegt, diese Dokumentation zu machen. Und was den Film so ein bisschen rahmt, ist hier, dass sie sich überlegt haben, eine Begegnung der besonderen Art in Form von einem Abendessen zu machen, wo sie eben verschiedene Jüdinnen und Juden mit Nichtjuden aus Berlin zusammengebracht haben. Das ist sozusagen der Aufhänger des Films. Richtig. Und so wie du es schon gesagt hast, das Ganze findet natürlich in Berlin statt, weil Berlin, sagen wir mal so, die schnellste wachsende jüdische Gemeinde Europas nach dem Zweiten Weltkrieg hatte. Und deswegen war natürlich Berlin ein sehr guter Ort, um dieses abzufilmen, auch wegen den ganzen Denkmalen, Mahnmale. Aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Lieber Matthias, was hattest du denn für ein Gefühl, als du die Dokumentation angeguckt hattest? Warst du gelangweilt? Warst du fasziniert? Erzähl mal ein bisschen, wie fandest du es? Ich fand erstmal, ich habe mich sehr hineinversetzt gefühlt, weil das Thema so aktuell ist, ne? Also wir hatten ja gerade diese ganzen Diskussionen mit 8. Mai und Tag der Befreiung. Und das war auch eine zentrale Szene in dem Film, nämlich diese bekannte Weizsäcker-Rede von vor, ich glaube, 45 Jahren ist es her, wo Weizsäcker eben den 8. Mai, also den Tag des Kriegsendes, der Kapitulation vielmehr, als Tag der Befreiung bezeichnet hat. Und genau, das war erstmal diese Aktualität, hat für mich mitgeschwungen. Ansonsten
war ich zum Teil von, also ich fand einfach, es gab wahnsinnig viele Stimmen, mit denen man konfrontiert wurde. Das fand ich, war erstmal für mich was, ich war nicht auf keinen Fall gelangweilt, aber es waren so viele Stimmen, dass ich mich teilweise fast schon in einem Stimmenwirrwarr gefühlt habe. Genau, das müsste ich nämlich dazu auch sagen, so habe ich mich nämlich auch empfunden. Also ich hatte keine Langeweile, dieses Thema interessiert mich sowieso immer sehr, auch schon aus Grund meines Vaters, der hat mir das immer schon als Kind sehr nahe gebracht, wie das damals war im Zweiten Weltkrieg. Mein Opa, der letztes Jahr leider verstorben ist, eine Woche nach seinem 100. Geburtstag, hat im letzten Jahr vor seinem Tod sehr viel über den Zweiten Weltkrieg mit mir gesprochen. Von daher war das Thema für mich immer sehr präsent. Und ja, wie du schon sagst, man hat viel Info, man sieht viele Bilder. Es sind nicht Bilder aus dem Zweiten Weltkrieg unbedingt, sondern eher Bilder von diesen ganzen Orten, wo da, wie sagt man, ja, mir fehlt das Wort, ist egal. Die Orte, wo man halt die ganzen Mahnmale und so, genau. Und es waren viele Leute, das war natürlich auch immer sehr viel Input. Aber wer am meisten rausgestochen hat, war natürlich Herbert Grönemeyer. Der war nämlich auch mit in dieser Dokumentation. Oder war in dieser Dokumentation zu sehen. Wie würdest du, naja, es kam ja irgendwann die Frage auf in der Dokumentation, fühlst du dich als Deutscher? Wie würdest du diese Frage beantworten? Weil da war ich mir persönlich ein bisschen, ich bin, oder nicht fühlst du dich als Deutscher, sondern bist du stolz, ein Deutscher zu sein? So war der genaue Wortlaut. Das Ding ist nämlich, ich sag mal so, es sind 75 Jahre her, seit der Zweite Weltkrieg rum ist. Ich bin da ziemlich weit, sage ich mal, entfernt vom Alter und fühle mich natürlich als Deutscher stolz, aber ich würde mich eher als Europäer stolz sehen und nicht als Deutscher. Wie empfindest du das? Naja, also ich fand, das war ja tatsächlich bei dem Film ganz interessant, dass man eben gezeigt hat, wie jede Person die Frage für sich anders definiert. Und ich glaube, die eine Person, die gezeigt wurde, hat ja auch genau das, was du gesagt hast, gesagt, dass man heute sich im Grunde eher als jemand fühlen kann, der sozusagen Menschenrechte vertritt, der Demokratie wichtig erachtet. Und ich glaube, da ist dieses Bekenntnis zu Europa zum Beispiel für mich auch eine zentrale Komponente. Was ich bei dem Film, ich fand spannend, dass du den Herbert Grönemeyer genannt hast. Das war für mich ein bisschen was den Film, ehrlich gesagt, ich will nicht sagen kaputt gemacht hat, aber das hat bei mir Irritationen hervorgerufen. Und zwar fand ich diese Idee, dass man einfache Leute aus dem Alltag erzählen lässt, bei so einem Abendessen, eigentlich total spannend. Aber ich fand, dass das dann am Ende manchmal gar nicht so ganz aufgegangen ist, weil man dann doch immer wieder im Grunde so fast schon Ikonen genommen hat, wie jetzt den Grönemeyer, die dann auch noch was sagen sollten. Und ich fand, für mich war der Film an besonders den Stellen stark, wo Leute eben erzählt haben, wie sie in ihrem Alltag mit dieser Frage Jude, Nicht-Jude oder diesem Umgang damit sich auseinandergesetzt haben. Deswegen fand ich auch total spannend, was du gesagt hast, dieses Aufarbeiten in der eigenen Familiengeschichte, weil das wurde ja in dem Film auch immer wieder thematisiert, dass das eigentlich gar nicht so oft stattgefunden hat, ne? Richtig. Und bei mir war das jetzt, also bei meinem Opa, und mir war das jetzt auch wirklich nur das letzte Jahr vor seinem Tod. Er hat mir vorher nie davon erzählt, beziehungsweise ist mir mal ausgewichen. Mein Vater war da schon eher offener, aber er war auch distanzierter zu der ganzen Geschichte als mein Opa. Und erst im letzten Jahr, rund ein Jahr rum, bevor er gestorben ist, kam er dann mit diesen ganzen Geschichten raus, dass er in Gefangenschaft bei den Russen war und wie das. Und er wollte ja eigentlich gar nicht, er wurde aber gezwungen, weil sonst wäre er erschossen worden und so weiter. Und das kam alles so in den letzten Jahr, bevor er halt von uns gegangen ist. Ja, ja, und ich fand da den Film halt dahingehend auch nochmal sehr spannend, dass er gezeigt hat, dass doch, je nachdem, in was für einem Kontext, in was für einer Generation man aufwächst, man ganz individuelle Probleme auch hat, an denen man sich abarbeiten muss. Und das war das, was du gesagt hast. Ich glaube, wenn man jetzt sozusagen Familien angehört, wo die Väter oder die Großväter einfach quasi für die Deutschen gekämpft haben, das hat Harald Welzer ja auch ganz schön gesagt, es fällt einfach den Angehörigen massiv schwer, sich ihre Angehörigen vorzustellen als Verbrecher, also oder in Situationen, wo Verbrechen begangen wurden und einfach diese Schwierigkeit, die auch herrschte, dass man das mit den eigenen Eltern aufgearbeitet hat, weswegen dann häufig es erst die Enkel waren, die überhaupt solche Gespräche hervorbringen konnten. Das fand ich total spannend, aber dann auch, dass die Einwanderer zum Beispiel auch, dass das Judentum in Berlin wahnsinnig unterschiedlich geprägt ist, ob du jetzt in den 90er Jahren aus Russland sozusagen freiwillig
gekommen bist, ob du nach dem Krieg geblieben bist oder so. Das ist ein sehr, sehr vielschichtiges Phänomen. Und da ging es mir manchmal so, dass genau da, wo die Punkte eigentlich spannend wurden und wo ich gerne noch mehr gehört hätte, dann kam ein Cut und man ist irgendwie rübergesprungen und hat irgendwie Bischof Huber seine Meinung sagen lassen oder Herbert Grönemeyer noch was sagen lassen. Und ich fand, da war manchmal, da hätte mich wirklich dieses Tiefergehende viel, viel mehr interessiert und wenn man noch mehr auf die Protagonistinnen vertraut hätte und nicht so im Grunde fast nur Stimmen aneinandergereiht hätte, das war mir an dem Film, ich fand, da war der Film manchmal schwächer, als er sein müsste. Ich fand es einen sehr starken Film, richtig, aber da, finde ich, hat er was verschenkt. Ja, da gebe ich dir total recht. Ich finde auch, wie du vorhin schon gesagt hast, diese Stimmen von Personen, die involviert waren oder auch die Nachkommen von diesen Leuten sind, die involviert waren, wesentlich stärker, als wenn man jetzt jemanden hinsetzt, wie zum Beispiel Herbert Grönemeyer, der, ich sag mal so, nebenbei kurz mal erwähnt, dass sein Vater auch im Krieg war. Und dann ist er eine ganze Zeit wieder nicht zu sehen. Und dann kommt er wieder mit einem Satz, wo irgendwie zwischenrein springt. Also das hätte vielleicht draußen bleiben können. Genau, was du sagst. Ich stimme dir voll recht, weil ich finde auch trotzdem ist Grönemeyer dann das, was hängen bleibt oder was auch in so einem Image, ne, in einem genau. Werbefilm ja, quasi kommt. Und ich glaube, da finde ich auch, das ist ja nicht unbedingt schlecht, aber ich glaube, der Film hätte auch damit weniger auskommen können. Und vielleicht ein weiterer Punkt, der mir noch aufgefallen ist, ich fand das, was auch gut ist, dass das jüdische Leben im Grunde in der Vielschichtigkeit gebracht wurde und auch die Erinnerung in der Vielschichtigkeit gebracht wurde, aber dann doch auch viele Probleme, finde ich, gar nicht stark zu am Ausdruck kamen. Also wenn man heute Zeitung gelesen hat, es gibt wieder neue Studien, dass Antisemitismus noch stärker wieder zunimmt und ja. Man muss nur an Halle zurückdenken, an den Anschlag auf die Synagoge. Ich glaube, da zeigt sich auch ein bisschen vielleicht, dass der Film 2016 schon gedreht wurde, weil ich glaube, nach dem Anschlag auf die Synagoge, finde ich, wundert man sich natürlich, wenn solche starken Angriffe nicht kommen. Aber natürlich ist Antisemitismus Alltag in der Gesellschaft und ich glaube, das wird in dem Film jetzt relativ wenig thematisiert, was zum Teil aber auch einfach dem geschuldet ist, dass man sehr stark auf die Erzählungen der Protagonisten ja. vertraut hat. Aber das war was, wo ich hinterher gedacht habe, Berlin wurde gefeiert als hipper, hyper Ort, wo man halt gerne hingeht und gerne hinkommt. Und ganz so ist es ja nicht. Man hatte auch die Szenen, wo Leute mit Kippas in Berlin bespuckt wurden und so. Und das ist alles vielleicht bewusst ausgeblendet worden. Und das bringt mich noch zu einem Punkt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber der Film hat ja im Titel dieses neue Perspektive, also German and Jews, eine neue Perspektive. Ja, ja. Und ich muss ehrlich zugeben, ich fand den Film stark, aber ich habe mich manchmal gefragt, was diese neue Perspektive jetzt genau sein soll. Das habe ich mich nämlich auch während der Dokumentation die ganze Zeit gefragt gehabt. Was wollen die mir jetzt gerade mitteilen, was diese neue Perspektive sein soll? Weil im Prinzip erzählen sie ja genau das, was man eigentlich schon kennt, ne? Aus Erzählung von eigenen Eltern oder auch aus der Schule. Klar ist es ein bisschen anschaulicher, wenn es Leute, wo dabei waren, das noch erzählen. Aber die neue Perspektive war mir dann nicht so ganz schlüssig. Naja. Ja, hatte ich mich auch gefragt, was für mich, also ich die Frage ist auch, brauchst du eine neue Perspektive? Vielleicht ja, also ich hatte für mich mitgenommen, was ich bei dem Film sehr stark fand, war dieses Problem der Typifizierung, dass man doch immer wieder sich einer Personengruppe zugehörig fühlen muss. Das ist ja auch das, was du jetzt angesprochen hattest, mit dem fühlt man sich als Deutscher schon die Frage nötigt einen dann dazu, quasi Stellung zu beziehen. Und man hat gemerkt, dieses German and Jews ist einfach, und das war für mich die starke, also die Stärke des Films, das ist einfach viel, viel, vielschichtiger. Also es gibt die atheistischen Juden, die dann betonen müssen, ich Jude, aber ich Atheist und deswegen jetzt so. Es gibt die sagen, Germans and Jews ist überhaupt kein Gegensatz. Ich bin, ne, es gibt, und ich glaube, so vielschichtig ist es. Und ich fand aber interessant, wie einfach manche Leute immer gezwungen werden, sich zu thematisieren. Und das fand ich, war schon auch nochmal ein spannender Punkt, dass einfach die durchschnittliche Schülerin, dass Nationalsozialismus zwar viel behandelt, aber nie im ganzen Leben mit einem Juden oder einer Jüdin in Kontakt kommt. Das hat der Film ja auch nochmal betont. Ja. Wohingegen einfach man sich als Jude oder Jüdin ganz häufig immer wieder auch in dieser Rolle thematisieren und bewähren muss. Und das, finde ich, ist was mir auch hängen geblieben ist. Und wo ich manchmal auch gerne noch mehr Eindrücke gehabt hätte, wie sich eben dieses jüdische Leben in Berlin eben zeigt. Und ich glaube, da wäre die Innenperspektive noch wesentlich spannender gewesen als jetzt die Außenperspektive von irgendwie einem evangelischen Bischof oder von Herbert Grönemeyer oder von einem Wissenschaftler. Genau. Das war das, da fand ich den Film enorm stark, aber das hätte man noch stärker ausbauen können.
Richtig, da bin ich deiner Meinung. Warum ich die Frage vorhin gestellt hatte, muss sie auch nicht beantworten, sondern die war jetzt rein platonisch gestellt, ist nämlich, dass heutzutage, also ich habe schon öfters damit oder wurde schon öfters damit konfrontiert, und zwar als Nazi bezeichnet zu werden. Wobei ich ja, wie gesagt, mit dem Zweiten Weltkrieg von damals gar nichts zu tun habe. Ich erkläre es dir kurz zur Erläuterung. Und zwar, ich zocke ja Xbox, PlayStation, ist ja egal, auch am PC. Und spiele natürlich auch so Ego-Shooter wie Call of Duty und Battlefield. So, wenn du in einem Ego-Shooter oder einem Videospiel besser bist als ein Ami oder andere Nationen und sie sehen, dass du Deutscher bist, wirst du direkt als Nazi betitelt. Was ich mir schon anhören durfte, weil ich besser war als ein Amerikaner zum Beispiel, dass ich ein Nazi bin, das kann ich an mehr als zwei Händen abzählen. So, und deswegen war diese Frage, darf man sagen, man ist stolz, ein Deutscher zu sein? Oder ist es besser zu sagen, ich bin stolz, ein Europäer zu sein? Verstehst du jetzt die Frage von vorhin? Vielleicht verstehe ich die Frage. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, aber ich glaube, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist ja das, was dich daran ärgert, alleine der Vorwurf quasi. Und dann wäre ja, du gewinnst ja, weil du selber als Person gut bist quasi und nicht, weil du irgendwie männlich oder quasi zu einem, also einen gewissen Pass hast. Und richtig. Ich glaube, deswegen, wenn ich dich richtig verstehe, würde ich das da zumindest auch so sehen, ist eher so ein positives Bekenntnis zu was besser als so ein abstraktes. Also, ja. Ne? Richtig. Es geht halt nur darum, dass die Leute Deutschland direkt, wenn einer mit Waffen oder auch in so einem Videospiel besser ist oder sich besser auskennt, Deutsch gleich mit Nazi verbunden wird, finde ich heutzutage immer noch. Und das finde ich krass, weil wir sind 75 Jahre davon weg und es geht bei den Leuten immer noch so im Kopf rum ein bisschen. Und das finde ich halt ziemlich krass und schlimm. Naja. Was mir am Anfang noch aufgefallen ist, der erste Satz in der Dokumentation war, wo habe ich ihn? Da habe ich ihn. Mein Vater sagte immer, es gibt nur zwei Arten von Menschen auf der Welt. Juden und Nazis. Das fand ich schon sehr krass am Anfang. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen das, wo man einfach wieder sieht, diesen Faktor, dass man doch sozusagen in der Selbstbeschreibung häufig immer Angst haben muss, egal wo man sich aufhält. Ne? Und das ja, ist schon das, wenn ich irgendwie mit einer Keeper gesehen werde und ich werde angespuckt oder so. Ich glaube, das ist was mich wirklich betroffen macht im Grunde. Ja, klar, das stimmt. Also. Gut, ich wollte jetzt die Stimmung da drunter ziehen. Wir sind ja ein lustiger Trupp. Das wollte ich jetzt nur nebenbei mal so erwähnt haben. Ich fand interessant, einfach vielleicht noch als Bezug zu dem Thema, was du gerade angesprochen hast, gab es ja diese Szene von der einen Mutter, die auch gesagt hat, sie hätte sich nie vorstellen können, irgendwie jetzt Deutschland zu rufen oder so. Mhm. Und wo dann ihr eigener Sohn, ich habe jetzt den Namen vergessen, aber es gibt einfach, glaube ich, in Israel eine Sportmeisterschaft oder so, wo dann einfach Juden verschiedener Nationen gegeneinander antreten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich weiß nicht mehr, wo sie stattgefunden hat, aber wo sie halt meinte, ihr Sohn hat dann halt quasi für das deutsche Team angetreten und alle hätten Deutschland gebrüllt. Und das wäre für sie so ein Moment gewesen, wo sie das erste Mal gewusst hätte. Aber auch da, das wurde, finde ich, in dem Film wieder sehr schön deutlich, wie einfach, je nachdem, welcher Generation man angehört und je nachdem, welche Erfahrungen man wie erlebt hat, halt auch sich das da ändert. Genauso wie sich hier einfach gewisse Bezüge ändern. Ich glaube nur auch hier wieder, wenn man Gauland, den AfD-Politiker von vor ein paar Tagen nimmt, der halt gesagt hat, der 8. Mai, das jetzt als Befreiung zu thematisieren, wäre problematisch, weil Deutschland da viele Gebiete und Einfluss irgendwie verloren hätte oder so. Ich glaube, das zeigt uns, wie wichtig es ist, einfach diese Verbindung immer wieder zu aktualisieren und dieses nie wieder und sich da einfach in Verantwortung für zu sehen, selbst wenn man natürlich zu der damaligen Zeit sich für nichts rechtfertigen kann, weil man nicht gelebt hat. Ich habe mir noch ein paar Punkte aufgeschrieben gehabt, wo mir aufgefallen sind. Ich muss jetzt nicht alle aufsagen, aber so ein paar würde ich gern rauspicken. Und zwar habe ich mir aufgeschrieben, Holocaust-Serie 1979. Das wusste ich zum Beispiel nicht, dass es da eine Serie gab über diesen Holocaust. Und der die Straßen mehr oder weniger freigeräumt hatte, weil die ganzen Menschen damals dann vorm Fernseher saßen, um diese Serie zu gucken. In dieser Serie ging es anscheinend, oder wie der Name schon sagt, um den Holocaust. Und es wurde halt kein Blatt vor den Mund genommen. Es wurde wirklich aufgezeigt, wie es damals abgelaufen ist, das Ganze.
Dann, oder willst du noch was dazu sagen? Eine sehr zu empfehlende Serie, finde ich großartig. Ich glaube, vierteilig, geht ziemlich lange. Mit Marilyn Streep, die spielt da zum Beispiel mit und andere bekannte Schauspieler, die ihren ersten Film hatten. Und es ist tatsächlich was gewesen, das kam dann irgendwo im Öffentlich-Rechtlichen, ich glaube aber nur auf den dritten Programmen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und es war wirklich eine Sensation mit einer wahnsinnig hohen Quote. Ja, also sehr zu empfehlen, auch heute noch. Okay, dann muss ich die mir mal aufschreiben, weil die habe ich nämlich persönlich noch nicht gesehen. Also wird noch angeschaut. So. Dann habe ich mir noch notiert gehabt, und zwar die Bilder am Bayerischen Platz. Du weißt, welche ich meine? Und zwar haben die Stadt Berlin hat am Bayerischen Platz lauter so kleine Bilder aufgehängt, wo vorne oder von der Vorderseite Bilder abgebildet waren, wie zum Beispiel Brot. Und auf der Rückseite dann dieses Bild erläutert wurde, für was das steht. Ich habe mir jetzt zum Beispiel notiert gehabt, diese Kreidehüpfspiel, das, was Kinder spielen, wenn sie hier 1, 2, 3 auf dem Boden malen und dann dieses Hüpfspiel machen. Weißt du, was ich meine? Kreidehüpfspiel? Ja. Genau, und das fand ich nämlich ziemlich krass, weil da gab es ein Schild, da sieht man so ein Kreidehüpfspiel und auf der Rückseite stand dann, Arischen und Nicht-Arischen ist das Miteinanderspielen entsagt. Dieses Gesetz wurde 1938 erlassen. Ich finde das auch ziemlich, also da habe ich in dem Moment habe ich echt Gänsehaut bekommen, weil man sieht mehrere Schilder und die Jahreszahl fängt bei 1933 an bis 1904, also die Bilder, wo sie gezeigt haben, bis 1940. Und man sieht, wie nach und nach die jüdische Bevölkerung immer mehr Gesetze erlassen bekommen haben, was sie nicht mehr dürfen. Ich finde spannend, dass du das sagst, habe ich mir nämlich auch tatsächlich notiert. Für mich war das auch eine wahnsinnig beeindruckende Szene, deswegen, weil ich auch tatsächlich den Bayerischen Platz, ich hatte mir das vorher nie angeguckt in Berlin, und ich fand, dass das nochmal gezeigt hat, wie präsent diese Judenverfolgung auch recht früh einfach im Stadtbild Berlin war. Dass man es nicht hätte mitkriegen können, also wo man nicht mehr einkaufen konnte und dass Bänke komplett gesperrt waren oder man nur auf gelbe Bänke sich setzen durfte und so. Und da ging es mir wie dir, das hat bei mir auch, also wo man wieder einfach sagen muss, dass diese Stimme, man hat es nicht mitgekriegt, einfach wenn man das dann sieht, ne, oder wann die Musikerinnen aus den Orchestern ausgeschlossen wurden, ich glaube auch sehr früh, oder ne, wieder dieser Platz der Bücherverbrennung. Und ich glaube, das war für mich auch nochmal interessant, das hast du ja vorhin schon gesagt, diese Fülle an Gedenkorten und an Mahnmalen, auch die Stolpersteine, die nochmal gezeigt wurden und so, das fand ich war schon sehr beeindruckend und hat einem auch nochmal einen guten Überblick gegeben, finde ich, was alles in so einer Stadt wie Berlin da an Orten vorhanden ist. Ja, genau, auch die Stolpersteine habe ich zum Beispiel notiert, weil in dem Ort, wo ich herkomme, also mein Geburtsort ist ja Karlsruhe, und auch in Karlsruhe gibt es diese Stolpersteine und gar nicht zu wenig, also es gibt schon sehr viele. Und damals, wo ich in Berlin, also ich war schon in Berlin zu Besuch, und da sind mir diese Stolpersteine natürlich auch direkt aufgefallen, weil ich sie aus Karlsruhe schon kannte. Und das wurde natürlich in dieser Dokumentation auch nochmal kurz aufgegriffen, diese Stolpersteine, dass das eine Dame mit dem Namen, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Die hatte so ein bisschen in die Wege geleitet, dass diese Stolpersteine ein bisschen mehr publiker werden, ein bisschen mehr ausgebreitet werden. Und es gibt jetzt an die 30.000 waren es, glaube ich, Steine jetzt deutschlandweit. Wobei sich da gleichzeitig eine jüdische Mitbewohnerin, naja, ich würde es nicht sagen, beschwert hat, sondern so gesagt hat, sie findet es nicht so schön, wenn man weiß, man wohnt in einem Haus, wo früher eine Familie abtransportiert worden ist. Es ist jetzt schwierig. Ich finde es schön, also schön, das ist ein blödes Wort vielleicht in dem Zusammenhang, aber diese Stolpersteine als Gedenksteine, die sind nicht so überwuchert, sag ich mal, wie so ein Riesendenkmal, aber es zeigt trotzdem, okay, hier war jetzt so ein Fall zum Beispiel. Deswegen fand ich die jetzt nicht schlecht. Was ich mir noch notiert habe, war, dass die DDR, nachdem die Mauer praktisch hochgezogen worden ist, gerade weitergemacht hat mit diesem Juden, ich würde nicht sagen Judenverfolgung, aber die haben gesagt, Juden wären Spione und würden die Politik praktisch ausspionieren. Und deswegen versuchten sie, die Juden wieder aus der DDR rauszudrängen. Aber nicht so krass wie im Zweiten Weltkrieg, aber trotzdem fand ich das schon sehr. Naja, okay. Hast du noch einen Punkt vielleicht? Weil Eigentlich, nee, mit meinen Punkten bin ich relativ stark durch. Ich glaube, was für mich auch interessant war, schließt an das an, was du gesagt hast, auch, dass
Ostdeutschland einfach nochmal eine individuelle Thematik hat, wo ich auch wieder dachte, müsste ich mich mehr mit beschäftigen, weil ich mich damit auch nicht so sehr auskenne. Richtig. Weil bei uns finde ich schon sehr stark jetzt der Fokus auf dieser Betonung der 68er-Bewegung, die sich von den eigenen Eltern abgegrenzt hat, lag. Und in Ostdeutschland, wie du selbst schon gesagt hast, der Antisemitismus, glaube ich, nochmal anders aufzuarbeiten wäre, als das vielleicht in Westdeutschland zu Teilen gemacht wurde schon. Ja, aber es war jetzt auch nur ein kleiner Punkt in dieser Dokumentation, wo sie kurz mal aufgegriffen haben, dass es halt in der DDR dann weiterging. Genau. Deswegen war nur ganz kurz. So, wenn du keinen weiteren Punkt mehr hast, ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe, was noch wichtig wäre, würde ich sagen, gehen wir zur Bewertung über von dieser Dokumentation. Und zwar geben wir ja 5 Punkte und ich sag mal, wir geben 5 Mahnmale. Also 5 Mahnmale kannst du vergeben. Wie viel würdest du vergeben? Naja, ich bleibe mal bei Punkten. Punkten, okay. Vergebe, es ist gar nicht so leicht, finde ich, bei dem Film, weil die Thematik natürlich einfach Aufmerksamkeit auf jeden Fall verdient hat. Also was Aufmerksamkeit angeht, 5 von 5 Punkten. Ich rate eigentlich jedem, diesen Film zu sehen. Trotzdem würde ich mich in der Gesamtbewertung eher so bei 3,5 bis 4 Punkten bewegen. Für mich ist der Film wahnsinnig vielschichtig, hat ganz interessante Ansätze, aber wie ich das auch schon im Gespräch durchblicken lassen habe, finde ich, hätte man manchmal insbesondere den Protagonistinnen mehr vertrauen sollen und aus dem Alltagsleben erzählen lassen sollen. Ich glaube, dass diese Blicke von Wissenschaftlerinnen und auch zum Teil von Stars und Berühmtheiten gar nicht nötig gewesen wären, sondern es noch spannender gewesen wäre, wenn man wirklich versucht hätte, diese Problematik aufgrund von Alltagserfahrungen zu thematisieren, was ja auch der eigentliche Ansatz war. Deswegen, aber insgesamt auf jeden Fall ein sehr sehenswerter Film. 3,5 bis 4 Punkte. Genau, so stufe ich mich nämlich auch ein. Ich habe hier mir notiert, 4 Punkte. 5 Punkte würde ich jetzt auch nicht geben, weil man ja die Thematik im Prinzip schon alles kennt. Natürlich eröffnet die Dokumentation ein bisschen mehr Einblick noch in manchen Bereichen, aber halt nicht überall. Und auch, wie wir auch schon gesagt haben, manche Kommentare von bestimmten Personen werfen einen ein bisschen so raus. Deswegen habe ich einen Punktabzug gemacht. Ansonsten fand ich auch bildtechnisch und von der Tonalität her diese Dokumentation eigentlich sehr gelungen. Also mir haben die Bilder gefallen von dem heutigen Berlin und die Kamerastellungen in bestimmten Situationen fand ich sehr schön gemacht. Deswegen 4 Punkte. Gut, dann würde ich sagen, war's das. Wenn du nichts mehr anzumerken hast, Punkte haben wir vergeben. Es hat mich gefreut, es war mir eine Freude, Sam. Genau, ich hoffe auf ein baldiges Wieder-Miteinander, weil es hat echt Spaß gemacht mit dir. Ich glaube, das werden wir bald wieder hinkriegen, oder? Ja, denke ich auch. Ohne zu spoilern. So, ohne Spoiler, genau. In diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen guten Tag und auch dir, Matthias. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen auch von uns oder das erste Mal von uns, wie auch immer, bei einer neuen Ausgabe von der Tele-Stammtisch. Wir haben uns zusammengefunden zu einer neuen Review. Ich bin, wie so oft, euer Ankündigungsmoderator Lasse Vogt und bei mir ist der Dom. Ich glaube doch an Feen, ganz fest, ganz fest. Ja, hallo auch. Oh Gott, ey, ja. Etwas seltsame Referenz. Ja. Weiß nicht genau, ob das zum heutigen Film passt, den wir heute besprechen möchten. Denn es geht um den Film, wie er auf Deutsch heißt, Mein Freund, der Clown. Mhm. Auf Englisch The Boy, The Dog and The Clown. Dom, nenn uns doch bitte die technischen Daten. Ja, du hast ja gerade schon gesagt, also der Film heißt Mein Freund, der Clown. Im Original The Boy, The Dog and The Clown ist ein Drama, ursprünglich aus dem Jahr 2019, unter der Regie von Nick Leung, sage ich jetzt mal. Und als Darsteller haben wir Gabriel Adele Jr., Adrian Lyon, der heißt auch so, okay, die Rolle heißt auch so, Kiki DeVecchio und noch ein paar andere, Länge 87 Minuten. Und FSK ab 0 würde ich mal von ausgehen, gibt es seit dem 2. April bereits im Heimkino bei unseren lieben Freunden von Tiberius Film. Ja, der Film ist schon seit einer kleinen Weile draußen. Ursprünglich war diese Review auf früher angesetzt, aber jemand hat Schuld, dass es sich verzögert hat. Keine Ahnung. Was ist, ja. Ich hab's irgendwie verdrängt, glaube ich, bevor ich es geguckt hatte, aber gut, ja. Ganz, ganz seltsam. Nun dann,
Die Handlung ist, ein Junge namens Adrian trifft am Los Angeles Strand in der Nähe vom Malibu Pier einen Clown und muntert ihn auf sozusagen. Der Clown scheint ein bisschen deprimiert zu sein. Irgendwie ist er fasziniert von diesem Clown, erzählt seiner Mutter von dem Clown, nimmt ihn dann an einem Folgetag mit nach Hause, nachdem der Clown zusammengeschlagen wurde von irgendwelchen Rowdies. Auch die Mutter verfällt irgendwie dem Charme dieses seltsamen, stummen Clowns, der auch einen Hund mit sich führt und einen magischen Schmetterlingstrick macht. Und dann beschließen sie, komm, nehmen wir den Clown mit auf deine Geburtstagsparty, lieber Adrian. Und der Großteil des Films spielt dann eben in dieser Waldhütte während der Geburtstagsparty und die Mutter versucht einiges über diesen mysteriösen, seltsamen Clown herauszufinden. Und das ist im Prinzip die Story. Ja, falls man das so nennen kann, ne? Die Moment-Story. Das Ding ist, ich habe ein bisschen recherchiert. Würde es dich überraschen, herauszufinden, dass das hier quasi die lange Version eines Kurzfilms ist? Nein. Nein. Weil das größte Problem mit diesem Film ist Pacing. Oh ja. Ja. Weil leider passiert nicht besonders, also es fühlt sich einfach an, diese simple Prämisse ist lang gestreckt auf knapp 90 Minuten. Ja. Und das ist kein Vorteil. Nee, vor allem hast du das Gefühl, dass eigentlich erst so wirklich was passiert kurz vor Ende. Ja, wie so oft. Und das war dann auch mega dramatisch. Und da sind wir auch schon bei meinem Problem. Dieser Film hat einen Soundtrack aus der absoluten Vorhölle des Kitschfilm-Oeuvres. Wirklich, also das ist nicht zu ertragen. Es gibt keine Szene, die nicht von schmalziger audiovisueller Glasur umzuckert ist, förmlich. Boah, das klingt alles so nach nicht auszuhalten. Irgendwie Danny Elfman, Temp-Track oder wie auch immer. Ja, also ich habe mir so von Anfang an gedacht, wäre dieser Film vor 20 Jahren erschienen und er wirkt auch irgendwie so, als wäre er vor 20 Jahren irgendwie ins Kino gekommen, dann hätte Robin Williams, glaube ich, die Hauptrolle gespielt. Oh mein Gott! Ne? Ja. So fühlte sich das an. Du hast absolut recht. Wenn das ein Big-Budget-Film wäre. Einige dieser Schauspieler wirken so, nämlich die Mutter. Ist dir aufgefallen, das wirkt so, als hätten die Maria Bello gewollt? Für diese ja! Die sah aus wie das Lichtdubel von ihr, ja. Sie sieht fast exakt aus wie Maria Bello. Ich war da so irritiert von. Und ja, stimmt, der Clown hat, ich meine, man sieht ihn ja irgendwie kaum ohne Make-up, aber er hat definitiv so diese, aber jetzt erst, wo du es erwähnst, ist mir aufgefallen, da hat so diesen Robin Williams-Vibe so ein bisschen. Also etwas, was er durchaus hätte spielen können. Ja. Das Ding ist auch, wenn man mal ein bisschen hinter die Kulissen guckt, der Regisseur Nick Lyon, ich glaube, so spricht man ihn aus, ist ein Asylum-Veteran. Okay. Er hat mehrere Asylum-Filme gemacht oder allgemein dieser Knock-Off-Rip-Off-Cash-In-Sachen. Und zu seinen Regiearbeiten zählen unter anderem Hercules Reborn, Rise of the Zombies, Zombie Apocalypse und Operation Dunkirk. Aha, also Mockbuster-Oeuvre, ja. Genau, richtig. Oh, Z-Nation von der TV-Serie Z-Nation. Und das hier ist aber sein erstes so Familienprojekt in dem Sinne. Und es ist nicht der einzige Asylum Link. Der Komponist Chris Ridenour kommt auch aus der Ecke. Was ein Zufall. Wobei, was ich jetzt gerade sehr lustig finde, an der IMDb wird der Kurzfilm, auf dem das ja basiert, was du ja schon meintest, da wird er immer noch als completed klassifiziert von 2016. Ich schätze mal, dann ist das nicht wirklich so groß veröffentlicht worden oder so. Ich habe versucht, ihn zu finden, aber leider nicht gefunden, weil ich hätte die gerne verglichen miteinander. Weil ich glaube, es ist auch dieselbe Besetzung beim Kurzfilm größtenteils. Ja. Und dann haben sie einfach gedacht, verlängern wir das als dieses Ding. Und wir haben noch nicht wirklich unsere Meinung gesagt. Ja, also was man noch erwähnen muss, der Hauptdarsteller, also der Junge, nicht der Clown, scheint tatsächlich der Sohn von dem Regisseur zu sein, vom Namen her. Und ja, das ist eigentlich auch schon das Einzige, was man sagen kann. Er hat im Deutschen wir müssen ja dazu sagen, weil die lieben Freunde von Tiberius Film uns immer die deutsche Version zur Verfügung stellen. Vielen Dank dafür. Der Junge hat eine extrem mädchenhafte Synchronstimme. Ja, was dem ein bisschen Abbruch tut. Also ich glaube auch, dass das ein Mädchen war. Kein Witz. Also wer weiß, vielleicht dachten die Synchronleute, das wäre ein Mädchen. Ja, stimmt, das sieht auch so ein bisschen so aus.
Er hat sowas leicht, ich meine aber, er hat sowas leicht Feminines von der Ausstrahlung her. Aber ich fand halt, jetzt vom Schauspiel her hat da niemand einen schlechten Job gemacht im Film. Ich fand, der Junge hat eine gute Ausstrahlung, eine gute Chemie mit den anderen Leuten. Die Mutter ist gut. Ich fand, es gibt nur wenigstens 4-5 Schauspieler ungefähr in dem Film. Ja. Und ich finde, die machen alle, wenn man jetzt mal in der Synchro vorbeisieht, machen die eigentlich alle einen guten Job. Für das geringe Budget, das sie garantiert hatten, ist es ein sehr hübsch gemachter Film teilweise. Ich mochte einige der Shots, ganz besonders da am Malibu-Pier. Die filmen das auf so eine märchenhaft verträumte Weise, finden da interessante Winkel. Ich bin mir auch ziemlich sicher, die haben dann nicht irgendwie Permits gekriegt. Ja, obwohl ich hatte den Eindruck, dass der Film irgendwie bei jedem Setting ein etwas anderes Color Grading hatte. Oh, das war ganz seltsam, vor allem als sie dann da in die Wildnis gehen, da dachte ich mir erst so, Alter, habt ihr irgendwie Instagram auf 11 gedreht oder was, ey, also das sieht furchtbar aus. Vor allem sieht der Wald und die Hütte und die Umgebung, das sieht exakt aus wie in diesem furchtbaren Ghost Cabin Film, den wir auch von Tiberius gesehen haben. Ja, oh Gott, ja, vielleicht dasselbe Set, keine Ahnung. Keine Ahnung, also auf jeden Fall ähnlich, auf eine ganz ähnliche Gegend da, so ja. Um den Daumen herum, ja. Also der Cast ist ja okay, wobei ich muss sagen, mir ging der Clown irgendwann echt auf den Sack. Das kann ich verstehen. Der Clown, ich weiß nicht, wie es im Englischen ist, aber halt im Deutschen, wie gesagt, er spricht nicht. Er macht so diesen Brabbel-Talk. Und das ist ich verstehe, dass es einigen auf die Nerven fallen kann. Mir teilweise auch, aber ich fand trotzdem an sich, weil ich verfolge nicht unbedingt diese Norm, dass, oh, Clowns sind gruselig, weil allgemein, ich fand als Kind Clowns nicht wirklich gruselig, jedenfalls kann ich mich nicht dran erinnern. Das wurde dann erst popularisiert durch gewisse Medien. Und er hier ist halt auch definitiv, die sprechen hier nie irgendwie das an, oh, Gruselclown oder sowas, sondern es ist halt so von wegen, du solltest doch nicht mit Fremden, was ist mit diesem Clown genau los? Aber es stellt sich raus, nein, der Clown ist vollkommen harmlos, es gibt hier keinen bösen Psycho- oder Horror-Twist. Ja, leider. Da wäre dann mal ein bisschen Bums in die Bude gekommen, weil das Problem ist, ich finde auch die Eltern, also die handeln sowas von verantwortungslos. Ich meine schon, die Mutter, also bitte, der schleppt da einen Wildfremden in ihre Wohnung, der ihre Klamotten anhat und dann irgendwie noch der Köter, ey. Also, und dann auch später, wie sie die alleine lassen. Es ist einfach so dumm. Und was soll eigentlich dieser blöde Schmetterlingstrick? Der macht für mich überhaupt keinen Sinn. Oh wow, er kann ein Tuch wegziehen und ein Schmetterling. Kann er auch noch was anderes? Oder was hat das für einen Sinn, diese Kraft? Das ist. Ich muss dazu sagen, ich fühle mich dumm, dass ich das Ende nicht wirklich verstanden habe. Die versuchen sich an so einer Art von märchenhafter Auflösung und dann so eine Art von halt, oh, was genau ist jetzt passiert? Aber das Problem ist, ich wusste nicht, was passiert. Halt, was genau ist jetzt das Ende? Oh, es gibt wirklich Magie und was genau ist jetzt mit dem Clown passiert? Das war mir alles zu vage. Ja, vor allem, er kratzt da auf dem Boden ab, während die da alle stehen. Ah, ich glaube an die CGI-Schmetterlinge, die mir der Regisseur versprochen hat und deshalb breite ich jetzt meine Arme aus und glaube daran. Das war, oh Gott, das sah so beschissen aus. Vor allem, dann steht immer noch diese Parkwächterin, die eigentlich den dämlichen Clown, den Jungen suchen soll, steht da auch irgendwie rum. Es wird auch nicht beantwortet, warum die plötzlich sehen können, die Schmetterlinge. Das ist, oh Gott, ey, nee, also, und nee, also, das ist so ein Film, also, angenommen, Robin Williams würde heute noch leben, dann würde das ein Film für Disney Plus sein. Ja, also, wenn sie ihn halt wirklich mit anderen Leuten und so gedreht hätten, ja. Ja, mit der echten Maria Bello und, weiß ich nicht, irgendeinem Balk aus S oder was. Nee. Und Jacob Tremblay. Ja. Stimmt, Jacob Tremblay. Es wird dann so ein halbes Rip-Off von Book of Henry. Oh Gott, da dachte ich nämlich, oh Gott, weil das hier der hier ist nicht so interessant wie Book of Henry, aber du siehst die guten Intentionen hier besser, definitiv. Ja, was kann man noch sagen? Also ich muss sagen, ich habe jetzt mehrere dieser Tiberius-Filme über mich ergehen lassen. Ja. Und das hier war vielleicht sogar tatsächlich der Beste bislang, was nicht heißt, dass es ein guter Film ist. Also, weiß nicht, ich merke auch, ich bin für solchen Familienkitsch, bin ich einfach nicht mehr empfänglich. Mhm. Und ich habe mich teilweise wirklich so elendigst gelangweilt. Das ist
keine Ahnung, ich bin da auch nicht die Zielgruppe dafür. Nee. Aber was mich auch so genervt hat, dass da so halbgare Subplots dann irgendwie rumschwammen, aus denen nichts gemacht wurde. Ja. Also, dass sie dann auch mal irgendwie da fragen, ja, woher kommt der Clown? Eigentlich müsste der schon tot sein. Er hat das und das Trauma. Und dann gibt es noch diesen wahnsinnig unsympathischen Patenonkel oder was auch immer von dem Jungen, der so eine beschissen geschriebene Figur war. Ja, ich mochte eine Szene mit ihm war gut, wenn er versucht, den Clown zu hypnotisieren. Und was dann passiert, fand ich extrem lustig. Das war gut getimt. Ja, das, ach Gott, ey, das ist, ich weiß auch einfach nicht, also, keine Ahnung, ich bin da einfach nicht mehr empfänglich für. Wie gesagt, ich bin auch nicht die Zielgruppe, aber mein Gott, ey, also teilweise habe ich wirklich überlegt, ob das eine Neuverfilmung von Hinter dem Horizont ist mit Robin Williams wirklich. Also das hat diese Sachen, ich habe hier Elemente gesehen von Jack. Jack? Was meinst du? Oh, dieser grauenvolle Francis Ford Coppola-Film, wo Robin Williams der Junge ist, der viel schneller halt älter aussieht, der 10-Jähriger, aber der sieht aus wie 40. Ach ja, ja gut, ich musste bei dem Clown musste ich eher an Simple Jack denken aus Tropic Thunder. Mein Gehirn ist nicht gut. Ich finde, du hast ein wunderbares Gehirn, Jack. Ja, komm, jetzt hören wir auf hier, weil ich weiß nicht, es wird auch nie wirklich aufgelöst, was mit dem ist. Das stört mich auch. Nee, die sprechen das mehrfach an, aber es gibt nicht wirklich eine Auflösung dann halt. Okay, was bedeutet das jetzt? Es ist einfach nur halt, ich bin mir ziemlich sicher, das wurde halt so reingeschrieben, ja, wir müssen es länger machen. Das ist garantiert nicht im Kurzfilm. Ja, das da merkt man das halt deutlich, dass das irgendwie einfach nur dazu erfunden wurde, um jetzt irgendwie den Plot zu strecken und vielleicht dann auch mal die Fragwürdigkeit des Ganzen ansatzweise zu hinterfragen. Weil diese Mutter ist sowas von, also die spielt gar nicht schlecht und die ist auch nicht unsympathisch, aber die ist einfach dumm. Das ist halt auch so ein Aspekt, wo sich der Film viel älter anfühlt, als er eigentlich ist. So wie etwas, es sollte eigentlich so irgendwie in den 80ern rauskommen mit genau diesem Plot. Ja. Und dann wäre das noch nicht ganz so seltsam mit dem Clown und gehen wir. Ich meine nicht, dass es damals solche schlimmen Fälle nicht auch schon gab, aber da war es halt nicht so dieses Common-Ding, so von wegen, jetzt bleibt weg von Fremden. Ja, also klar, das hat sich nochmal irgendwie im Laufe der Jahre hat sich das nochmal verändert, aber ich weiß nicht, stimmt schon, ich könnte mir den wirklich so Ende der 80er mit Robin Williams vorstellen. Wirklich so. Ja, umgeben noch von Seifenblasen anstatt Schmetterlingen. Obwohl ich glaube, bei dem Simple Jack war noch auch, also aus Tropic Thunder mit Ben Stiller, waren noch, glaube ich, auch kurz Seifenblasen zu sehen, ne? Nee, da macht er was mit Pusteblumen, aber in Jack mit Robin Williams, da kommen Seifenblasen. Stimmt, ja. Ja, oder an Patch Adams musste ich teilweise auch denken. Oh. Der auch ganz, 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 ganz furchtbar ist. Oh, der ist furchtbar. Vor allem, wenn du wenn du die Geschichte von dem echten Typen kennst und so. Das ist echt einer der Paradebeispiele von Hollywood fickt komplett diese True Story und diese Figur und macht den schlimmstmöglichen Kitsch, den du dir nur vorstellen kannst damit, ja. Ja, ansonsten, also nochmal, es ist der beste Tiberius-Film bislang für mich. Er war besser als Red Letter Day, er war besser als The Cleansing und er war besser als Ghost Cabin. Ob er besser als Lost in London ist, wird sich noch rausstellen, aber ich kann da ehrlich gesagt nicht mehr viel zu sagen. Also ich habe mich teilweise echt durchgequält und wie gesagt, die Musik ist aus der Vorhölle. Das Problem ist, es war halt nicht mal der beste Tiberius-Film für mich, denn ich habe Weiß wie Schnee gesehen. Und das war bisher mein bester Tiberius-Film. Der hatte einen besseren Cast, bessere Synchro auch tatsächlich, besseren Look und bessere Musik. Da war der Komponist fucking Bruno Collet. Okay, ja gut. Ja, hier den kann ich jetzt nicht, weil du meinst ja, der kommt ja irgendwie aus der Asylum-Kloake hervorgekrochen. Ja, Chris Reitenauer. Ja. Aber nee, also das kann ich gar nicht in Worte fassen, wie wirklich kleinste Gesten hier aufgeblasen wurden zu einem Pathos-Konzert. Also, es klingt halt wie Musik, die ich abgesegnet hätte in einem meiner Kurzfilme damals. Und das lässt sich klingen. Irgendwann drehst du ein halbes Remake davon, ohne es zu merken. Nee, aber es ist halt wirklich so, teilweise so diese Ideen und Drehbuchsachen und wie es gefilmt ist, wie das Score ist. Und ich mir, das wirkt irgendwie wie so ein Film, den hätte ich gedreht am Anfang meines Studiums. Ja, den Kurzfilm zumindest. Ja, genau. Aber wie gesagt, ich kann es nicht genau vergleichen. Vielleicht ist der Kurzfilm besser, sehr viel besser sogar, also kann ich mir gut vorstellen, weil das dann halt nicht so gepadet ist.
Also er geht nur 4 Minuten, kann ja eigentlich nur die Sequenz mit den Schmetterlingen sein. Mehr ist das ja eigentlich gar nicht. Vielleicht er trifft ihn am Strand, vielleicht ist das der ganze Anfang des Films tatsächlich. Trifft ihn am Strand, haltet ihn auf, Schmetterlingen, boom, und der Clown verschwindet. Ja, also auf dem Cover von dem Kurzfilm, dass dann Cover zu existiert, wundert mich, ist im Prinzip genau das gleiche zu sehen wie bei der langen Version. Oh, stimmt, ja. Ah, ich bin mir nicht sicher. Oder sie haben es da reinkopiert, ja. Vielleicht wurde ja auch das Langversion-Cover nachträglich da drauf geflatscht. Boah, allein schon diese Tagline. To believe is magic. Oh, Gott, ey. Naja. In den Kotzeimer, ja. übrigens, das CGI müssen wir noch hervorheben. Was war das erbärmlich? Vor allem habe ich mich gefragt, ob das irgendwie ein Witz war, denn der Visual Effect Supervisor, der irgendwie im Vorspann auftauchte, trug den Namen Davy Jones. Oh, ja. Ich habe mich ernsthaft gefragt, ob das ein Witz ist. Oder ob das ein Computerprogramm ist, was ursprünglich mal die Bewegungsfreiheit von Tentakeln festgelegt hat. Keine Ahnung. Gab's denn da, ich meine, abgesehen von den Schmetterlingen, gab's denn irgendwie noch andere visuelle Effekte? Die Schlange, die aussah wie aus einem 2000er Videospiel. Echt? Ich dachte, das wäre Stock-Footage oder sowas. Könnte auch sein, animiertes Stock-Footage, keine Ahnung. Auf jeden Fall sah es erbärmlich aus, die Schmetterlinge. Nee. Ich würde sagen, wir kommen zur Wertung, wenn du nichts mehr hast. Gerne. Weil der Film, ist natürlich auch irgendwie ein dankbares Opfer, auf das man einprügeln kann. Aber also, kurz und schmerzlos, boah, echt schwierig. 1,7 von 5 CGI-Schmetterlingen. Das Ding ist, ich kann so einem Film, der es offensichtlich gut meint und mit gutem Willen produziert wurde, nicht böse sein. Wo ich dann halt sehe, die haben sich bemüht, die wollen hier etwas Besonderes schaffen, ja, mit den begrenzten Mitteln, die sie haben. Und ich weiß ja, klar, es ist guter Wille und alles, aber ich bin in diesem Fall dann doch sehr gnädig, wenn ich halt einem Film so etwas zugestehen kann. Ist es unbedingt etwas für mich? Nein. Gibt es bessere Filme, die man mit der Familie gucken kann? Ja, absolut. Das hier ist halt wirklich die Discount-Ware leider, aber da würde ich will nicht absprechen, dass der Film hat gute Schauspieler, hat ja einige an guten atmosphärischen Szenen, hat ein, zwei Gags, die funktionieren. Ich gebe ihm mal sehr, sehr, sehr lieb gemeinte 2 von 5 CGI-Schmetterlingen. Vielleicht sogar so 2,3 von 5 ungefähr, weil es ist halt, wie gesagt, im Rahmen des geforderten, ist es in Ordnung, ist es teilweise widersprüchlich und ist es ziemlich zäh gestretched, was die Handlung an, ja, die zäh, ja, ja, ist es. Aber es gibt ein paar, und ich habe das Ende nicht verstanden und ich fühle mich dumm deswegen, aber ja, das war zu tiefsinnig. Das ist irgendein philosophischer Aspekt steht dahinter, dass sie ihn da einfach sterben lassen, während 1000 Schmetterlinge irgendwie durch den Greenscreen wabern, also oh Gott. Erlöst mich davon, wirklich. Das, boah, nee. Ganz, ganz ruhig. Naja, aber halt, wie gesagt, ja, ich kann nicht unbedingt sagen, oh, ich hatte Spaß, ich war super doll unterhalten, aber ich habe den guten Willen gesehen und das hat mir darüber, ja, hinweggeholfen für etwas, was Tiberius Film aufgegriffen hat, ist das hier passabel. Das ist die Königsliga. Das ist definitiv besser als absolut abscheulich und widerlich, wie es so etwas wie Ghost Cabin war. Ja, gut, auf eine andere Art und auf einem anderen Level widerlich, würde ich mal sagen. Also vom Kitsch-Faktor, vielleicht liegt das auch daran, ich bin einfach sehr empfindlich, was sowas angeht. Ich verstehe es, ich verstehe dich auch, ich bin da nicht ganz so derbe schlimm, was das angeht. Ich meine halt, ich konnte ja sogar mit dem Kitsch in Hacksaw Ridge was anfangen. Oh Gott, okay. Bevor das jetzt hier ausartet, würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Ja, definitiv. Also das ist mein Fazit und das war deins. War aber eine spaßige Besprechung, genau. Ansonsten, ja, wir werden sicherlich noch einige spaßige Sachen haben in nächster Zeit. Mal gucken, was kommt. Ansonsten würde ich sagen, Dom und Lasse melden sich ab und fliegen jetzt davon, weil to believe is magic. Ding, dong, 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 ding, 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 das ist das Intro vom Telestammtisch geklaut. Ciao, ciao. Oh, stimmt. Goodbye.